Also Robert, erstmal herzlich willkommen beim FCH. Wie bist du denn überhaupt zum Fußball gekommen? Ja, also seit ich klein bin, spiele ich schon Fußball durch meinen Papa. Der hat mich immer schon mitgenommen, in den Fußballverein gesteckt. Und ja, also seit ich denken kann, spiele ich schon Fußball. Hast du ein fußballerisches Vorbild? Ja, Cristiano Ronaldo und Zlatan Ibrahimovic sind meine beiden größten Vorbilder. Warum gerade die beiden? Ja, also bei Ibrahimovic gefällt mir seine, also weil ich, er ist ja auch Mittelstürmer, so wie ich, und da versuche ich mir halt was von ihm abzugucken. Seine Spielart, dass er so robust ist, und bei Cristiano Ronaldo, also seine ganze Einstellung, seine Disziplin und so, das, da ist er mein Vorbild, also in der Hinsicht. Okay, du kommst ja von Kaiserslautern, warst da jetzt eben auch zum ersten Mal außerhalb von deiner bayerischen Heimat im Fußball aktiv. Wie war denn die Umstellung für dich? Also wie bist du damit umgegangen? Ja, am Anfang war es schon ein bisschen hart. Also ich kannte ja niemanden dort und war halt auf jeden Fall auch eine Gewöhnungsphase. Aber ich habe dort relativ schnell Freunde gefunden in der zweiten Mannschaft ja am Anfang, und es ging dann nach 2, 3 Monaten habe ich mich auch richtig wohl gefühlt. Also es war dann überhaupt gar kein Problem mehr. Du bist dann eben, wie du gerade schon gesagt hast, von der zweiten Mannschaft in den Profikader gerückt, hast es dir erarbeitet, dann auch dein Profidebüt zu feiern gegen Bielefeld vor über 22.000 Zuschauern auf dem Betzenberg. Was für ein Gefühl war das für dich? Ja, unbeschreiblich. Also es hat bei mir auch ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, mit 22 hatte ich ja erst mein Debüt. Habe richtig lang darauf hingearbeitet, und als es dann soweit kam, war richtig, richtig schön unbeschreibliches Gefühl. Stimmt es, wenn ich jetzt sage, dass wahrscheinlich dein Highlight-Spiel bisher in deiner Karriere das Spiel gegen Dresden war, als sie in Dresden 3-3 gespielt hat und du zwei Tore zum 3-3 beisteuern konntest? Ja, auf jeden Fall. Also es war mein erstes Startelfdebüt auch noch. Und dann nach 20 Minuten habe ich gleich zwei Tore gemacht. Das konnte ich selbst gar nicht glauben. Aber auf jeden Fall war auf jeden Fall ein Highlight für mich. Also mit Abstand das Größte bis jetzt. Und was können wir jetzt von dir beim FCH erwarten? Ja, ich hoffe, dass ich ganz viele Tore schießen werde. Auch so werde ich richtig viel für die Mannschaft versuchen zu arbeiten, wird alles geben und hoffe, dass ich was dazu steuern kann zum Erfolg. Und wie viele Saisontore können wir denn von dir erwarten? Ich weiß es nicht. Ich hoffe so viel wie möglich. Ich will jetzt keine Zahl sagen, aber ich werde alles geben. Dankeschön. Bitte.